Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute wieder mit dem Themenblock Männlichkeit. Ich will dir heute den Grundpfeiler für Männlichkeit, für deine Entwicklung von Jungen zum Mann zeigen. Wir haben in den vergangenen Videos schon oft über dieses Thema gesprochen. Heute kümmern wir uns um einen der elementarsten Grundpfeiler. Ich werde dir zeigen, was ist das für ein Pfeiler? Wie unterscheidet sich da der Junge vom Mann? Und wie kannst du diesen Pfeiler in deinem eigenen Leben einbauen bzw. deine Männlichkeit aufbauen? Viel Spaß beim Video. Und wie immer vorweg, bevor wir mit dem Video quasi anfangen, warum ist Männlichkeit wichtig? Einfach nur in einem Satz zusammengefasst, Männlichkeit ist natürlich erstmal für dich wichtig, aber da wir auch über den Erfolg mit Frauen im Bereich sprechen, ist Männlichkeit eine der zentralsten Eigenschaften, die Anziehung bei Frauen erzeugt, ganz egal, ob es darum geht, kurzzeitige Sachen, irgendwelche Affären oder langfristige Beziehungen. Wenn du auf irgendeinem Level hier Erfolg mit Frauen haben willst, dann ist es ganz wichtig, dass du diese Männlichkeit kultivierst und entwickelst. Natürlich ist es immer ein Spektrum. Das heißt, wenn du jetzt als, keine Ahnung, 21-jähriger Typ 18-jährige Frauen datest, ist natürlich klar, dass du jetzt nicht die Männlichkeitseigenschaften eines 30-jährigen Mannes brauchst. Denn du bist natürlich dann wahrscheinlich schon ein bisschen weiterentwickelt als sie, einfach weil du ein bisschen älter bist. Deswegen suchen sich auch öfter jüngere Frauen tendenziell ältere Männer und andersrum. Das ist auch kein Klischee, das ist eine relativ erwiesene Sache. 86% meine ich, ich habe letztens eine Statistik dazu gesehen, 86% der Frauen haben einen größeren Mann und 89% der Männer haben eine größere, kleinere Frau. Oder andersrum, 89% der Frauen haben einen größeren Mann und 86% der Männer eine kleinere Frau. So, darum soll es aber heute nicht gehen. Mir geht es nur darum, dir nochmal klarzumachen, ganz, ganz wichtig für unser Themengebiet hier, weil, ja, Männlichkeit ein ganz wichtiger Faktor ist. Es ist dieses sich an einen Mann anlehnen können, sich an den starken Mann anlehnen können, mit einem starken Mann zu sein, unterwegs zu sein. Und dabei ist es egal, wie gesagt, ob es eine langfristige Kiste ist oder ob es eher was Kurzzeitiges ist. Was ist jetzt also dieser Grundpfeiler, von dem ich spreche? Wir haben ja im letzten Video zum Thema Männlichkeit kurzer Zurückabriss. Und wenn du das nicht gesehen hast, schau unbedingt vorbei. Das war 2, 3 Videos davor. Haben wir über das Thema Herausforderungen und Askese gesprochen. Also einfach Techniken oder Methoden, mit denen du deine Männlichkeit stärken kannst. Einer der Grundpfeiler für Männlichkeit oder für deine Entwicklung vom Jungen zum Mann ist allerdings, deinen eigenen Weg zu finden, deine eigenen Regeln zu definieren und diesen Weg bzw. diese Regeln auch zu gehen und auch zu verteidigen. Und dazu gehört eben auch, dass man als Mann in der Lage sein muss und sich dahin entwickeln muss, dass andere Leute mit deiner Meinung nicht in Ordnung sein werden. Das wird immer wieder so sein. Du wirst einen Weg haben, gewisse Regeln, nach denen du lebst, und nicht ansatzweise alle Leute werden damit in Ordnung sein, nicht ansatzweise alle Leute werden damit arbeiten können. Und das ist auch so eine Sache, die man als Mann, Unterschied zum Jungen, lernen muss, nämlich mit, Unstimmigkeiten umzugehen, mit Unharmonie umgehen zu können bis zu einem gewissen Grad. Das muss natürlich nicht sein, wenn es nicht unbedingt sein muss, aber du solltest in der Lage sein, damit leben zu können, wenn jemand nicht die gleiche Meinung vertritt wie du oder wenn jemand deinen Lebensweg nicht nachvollziehen kann und nicht damit in Ordnung ist. Die Frau an deiner Seite, wenn wir jetzt mal in den Beziehungsteil gucken, die Frau an deiner Seite sollte natürlich mit dem Weg, den du gehst, den ihr dann auch zusammengeht, natürlich in Ordnung sein. Wenn das nicht so wäre, dann wäre sie offensichtlich die falsche Frau, nicht die richtige Frau an deiner Seite. Aber es geht hier generell um andere Menschen. Du musst in der Lage sein oder musst dich dahin entwickeln, dass du A, weißt, was ist denn mein Weg? Oder ich sag mal, zumindest dich auf dem Weg dahin befindest, herauszufinden, was dein Weg ist und grob Bescheid zu wissen, da kommen wir gleich nochmal genauer drauf, dass du A weißt, was ist das denn oder was könnte es denn sein und dass du B auch in der Lage bist, dafür einzustehen und dich auch unter Umständen in Konflikte mit Leuten, aber auch vor allem Frauen zu begeben, um halt auch deinen Standpunkt zu verteidigen. Damit meine ich nicht, und das will an dieser Stelle mal ganz deutlich gesagt sein, ich meine damit nicht, mach dir einen Standpunkt und dann behalte ihn für den Rest deines Lebens, auch wenn du, wenn andere Leute dir erklären, warum es falsch ist und du siehst selbst, dass es falsch ist und jetzt aus falschem Stolz behältst du diesen Standpunkt, das will ich damit nicht sagen. Du solltest folgende Ansicht vertreten. Ich ändere meinen Standpunkt nicht, um es anderen recht zu machen, um anderen zu gefallen und vor allem bitte nicht, um Frauen zu gefallen, aber ich ändere meinen Standpunkt oder kann meinen Weg ändern, wenn ich falsch liege. Denn das gehört auch zu einem erwachsenen Mann dazu, dass er erkennt und dass er weiß, ich bin nicht perfekt, ich bin kein perfekter Mensch, ich habe Fehler so wie andere oder wie jeder andere Mensch.
Und ich mache Dinge auch falsch und ich sehe Dinge auch falsch. Das sich einzugestehen können, seine eigenen Fehler, Schwächen und auch Grenzen sich eingestehen zu können, das gehört eben auch zum Mannsein dazu. Trotzdem solltest du eben in der Lage sein, deinen Standpunkt zu verteidigen, dafür einzustehen, zu wissen, was das denn überhaupt ist für einen Standpunkt. Und das ist eine sehr, sehr attraktive Eigenschaft. Erstmal für dich selber, weil du dich selbst gut mit dir selbst fühlst. Du hast das Gefühl, du bist auf einem Weg, du hast eine, man sagt ja auch oft Mission, Vision, Ziel, das sind alles so ungefähr synonyme Begriffe. Du hast einen Weg, auf dem du gehst. Du hast eine Überzeugung. Vielleicht stehst du für irgendwas ein. Du hast gewisse Regeln, Werte, Normen, nach denen sich dein Leben gestalten. Die können mit den Werten und Normen der großen Masse übereinstimmen, müssen sie aber nicht unbedingt. Wichtig ist hierbei nur, dass du für dich selbst herausgefunden hast, dass du das so machen willst. Na, also kurz den Unterschied. Wir bekommen ja alle so ein Blueprint mit. Also wenn wir aufwachsen, dann bringen unsere Eltern uns natürlich etwas bei. Das ist ja auch deren Aufgabe und absolut richtig so. Nur wenn du erwachsen wirst, dann musst du eben selber schauen, sind das wirklich die Regeln, nach denen ich mein Leben führen möchte. Na, das heißt, wenn du alles immer nur von anderen Leuten gehört und gelernt hast, aber das nie wirklich in der Welt da draußen herausgefunden hast, ob das zu dir passt, ob du da überhaupt für einstehen kannst, dann hast du einen wichtigen Entwicklungsschritt verpasst. Und deswegen ist es wichtig, sich in die Welt zu begeben, rauszugehen, Frauen kennenzulernen, sich Herausforderungen zu stellen, andere Leute kennenzulernen, andere Kulturen kennenzulernen, Erfahrungen zu machen, wie auch immer das für dich aussehen mag, um eben herauszufinden, was sind denn überhaupt die Regeln, nach denen ich leben möchte? Was könnte denn überhaupt mein Weg sein? Und seinen eigenen Weg zu finden, das ist eine ganz, ganz schwierige Sache und auch eine Sache, die Zeit dauert, wo man Geduld haben muss. Ebenfalls eine Tugend, die man optimalerweise lernt, je männlicher man wird, nämlich die Geduld der Tugend. Die Tugend der Geduld. Richtig rum formuliert. Die Tugend der Geduld, eine weitere Sache, die du lernen solltest und die dich sehr stark von der jungen Psychologie unterscheidet. Der Junge will immer alles sofort und wenn er es nicht kriegt, dann ist er beleidigt. Mami, gib mir sofort das, was ich haben will. Und der Mann muss eben auch in der Lage sein, mal schwere Zeiten durchzustehen, mal Zeiten durchzustehen, in denen er nicht seine schnellen Befriedigungen bekommt, in denen er nicht genau weiß, wo es lang geht. Das durchhalten zu können und damit in Ordnung zu sein, das ist ein ganz essentieller Punkt, das ist eine ganz wichtige Sache. Du auf dem Weg zu deinem Ziel, wie kann das jetzt genau funktionieren? Und da gibt es tolle Bücher, die tolle Metaphern benutzt haben, die ich an dieser Stelle anbringen möchte. Und zwar stelle ich mir das gerne, so wie das, glaube ich, eben der Weg des wahren Mannes von David Dada steht, ich bin mir nicht ganz sicher, wo es herkommt, das gerne wie eine Zwiebel vor, die du schälst. Ne? Eine Zwiebel hat verschiedene Schichten, Schichten trifft es am besten, ich wollte Schalen sagen, aber verschiedene Schichten eben. Und du musst diese Schichten einzeln abtragen, bis du zum Kern der Zwiebel, zum Kern des Gemüses kommst. Und ungefähr so kannst du es dir bei deinem eigenen Weg vorstellen. Du wirst am Anfang nicht wissen, was ist dein eigener Weg. Am Anfang wirst du vielleicht denken, das könnte mein eigener Weg sein, aber das hat dir vielleicht dein Vater mitgegeben oder irgendwer aus deiner Umwelt. Und es ist vollkommen in Ordnung, an der Stelle erstmal anzufangen, denn irgendwo muss man ja anfangen. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn dein Vater dir gesagt hat, hier guck mal, Feuerwehrmann, das wäre was für dich, mein Sohn, ab geht's zur Feuerwehr. Super, probier das aus, geh da hin, vielleicht ist es wirklich dein Ding. Anzufangen ist besser als nichts zu tun. Und anzufangen bei etwas, was jemand anders dir gesagt hat, was passen könnte, ist besser als nichts zu tun. Das ist überhaupt nicht schlimm und überhaupt nicht falsch. Viele von uns haben sogar gar nichts von unseren Vätern mitbekommen, weil sie vielleicht gar nicht da waren. Von daher ist es immer ganz toll, wenn da jemand vorhanden war. Naja, also du musst einfach losgehen und musst langsam diese Schalen entfernen. Und irgendwann kommst du eben zum Kern, zu deinem Weg sozusagen, zu dem, zu deiner Mission, zu deiner Aufgabe hier. Und Aufgabe bedeutet eben auch immer ein gewisses Dienen. Du dienst den anderen, du dienst der Gemeinschaft mit dem Geschenk, was man dir gegeben hat. Das Dienen gehört auch zum Bereich des Männlichen. Nämlich, es geht hier nicht nur um meine eigenen Bedürfnisse, nicht nur darum, meine eigenen Bedürfnisse zu erfüllen und das zu kriegen, was ich will, das Ego, sondern es geht auch um die anderen. Es geht auch darum, mein Bestes zu geben, um die Welt sozusagen zu einem besseren Platz, Ort zu machen, um mein Geschenk an die Welt zu geben, was auch immer das sein mag. Das ist eben das, was du rausfinden musst auf diesem Weg. Und um das zu tun, musst du eben die Zwiebel schälen sozusagen. Und die Zwiebel schälen, das passiert halt, und da kommen wir wieder zu dem, was ich im letzten Video gesagt habe, das passiert halt in regelmäßiger Abwandlung oder im regelmäßigen Austausch zwischen an der Grenze unterwegs sein, sich Herausforderungen stellen und dieser Askese, nämlich dem Rückzug und dem Nachdenken über deine Erfahrung. Klassisches Beispiel, Leute machen das Auslandsjahr, nachdem sie Abitur gemacht haben, machen ja viele ein Jahr Auslandsjahr oder sowas. Ich habe das nicht gemacht, im Nachhinein hätte ich es ganz gerne gemacht. Ist, glaube ich, eine tolle Sache, um Erfahrung zu sammeln, um sich komplett einem neuen Gebiet auszusetzen. Manche reisen auch komplett alleine, dann durch ein komplett fremdes Land zum ersten Mal in ihrem Leben. Super toll
um sich mal ja, rauszubewegen aus der Komfortzone. Du machst also viele Erfahrungen in diesem, sagen wir mal, Jahr, in, sagen wir mal, klassisch Australien. So. Und dann danach hast du optimalerweise eine Zeit, meinetwegen vielleicht eine Woche, meinetwegen in so einer Art Meditationsrückzug, wo du dich wirklich zurückziehst aus der Welt und, naja, deine Erfahrung verarbeitest, mal darüber nachdenkst, was bedeutet das denn alles für mich? Was ist denn hier passiert? Was ist denn hier mit mir passiert? Und was habe ich vielleicht über mich und mein Leben rausgefunden? Und so sollte das immer funktionieren. Deswegen mache ich ja auch, so mache ich es ja auch mit meinen Coaching-Teilnehmern im Coaching dann, dass sie halt unterwegs sind, sie sprechen Frauen an und abends reflektieren sie dann in einer anderen Einheit über den Tag und was eben passiert ist. Und das ist, so findet Entwicklung statt. So findet Entwicklung vom Jungen zum Mann statt. Und so suchst du eben deinen eigenen Weg und da musst du Geduld mitbringen, weil das wird nicht von heute auf morgen passieren, das wird auch nicht von nächsten Jahr auf das nächste Jahr passieren, sondern es ist einfach ein Prozess, der auch nie so 100%ig abgeschlossen ist. Das heißt, es kommt nie der Punkt, wo du sagst, das ist 100%ig mein Weg und daran wird sich nie mehr etwas ändern. Der Punkt kommt wahrscheinlich niemals. Es wird immer Veränderungen geben. Es wird immer so sein, dass sich neue Dinge reizen und dass du wieder gucken musst, wo führt mich mein Weg jetzt hin, wo ich diese vielleicht Aufgabe in meinem Leben erfüllt habe. Und das ist halt ein riesiger Unterschied zur Psychologie des Jungen. Ne? Wie gesagt, Psychologie des Jungen, da geht es immer nur um dich selbst. Und in der Psychologie des Männlichen geht es natürlich auch um dich selbst, ganz klar. Aber es geht auch darum, was kannst du für die Welt tun? Was kannst du der Welt und natürlich den Menschen in der Welt zurückgeben mit den Fähigkeiten, die du hast? Denn ein Mann, diese klassischen Männlichkeitsbilder aus Filmen wie zum Beispiel Gladiator oder Braveheart, das sind auch immer Männer mit Fähigkeiten, das sind Männer mit Talenten, das sind kompetente Männer. Und das unterscheidet auch den Jungen vom Mann, dass er eine Kompetenz hat. Er hat eine Kompetenz entwickelt, mit der er der Welt dienen kann. Im Film Gladiator ist das die Kompetenz des Führenden, des Kriegers, des Kämpfers, des Inspirierenden. Und in Braveheart eben genauso. Diese beiden Beispiele schlagen in eine ähnliche Kerbe, aber das muss nichts mit Krieg zu tun haben. Überhaupt nicht. Das sind nur die beiden Sachen, die mir jetzt hier am schnellsten einfallen und die das Ganze sehr gut darstellen. Aber viele andere Beispiele, viele andere auch Filmbeispiele, Geschichtsbeispiele oder Geschichten könnte man hier nennen. Das waren einfach die beiden Sachen, die mir jetzt schnell verfügbar waren. Und deswegen ist es so wichtig, seinen eigenen Weg zu finden. Und jetzt, um das nochmal mit dem Frauenthema abzuschließen, warum ist das so attraktiv? Und das ist auch relativ logisch, ne? Wir haben schon öfter besprochen und ich erwähne es hier nur mal kurz. Die Frau möchte natürlich einen starken Mann an ihrer Seite, einen Mann, an den sie sich anlehnen kann. Und das bedeutet eben einen Mann, der ja irgendwo, man sagt dann immer, mit beiden Beinen fest im Leben steht. Und was man meint mit beiden Beinen fest im Leben steht, ist, dass er auf seinem Weg unterwegs ist oder eben dorthin seinen Weg zu finden und dass er sich nicht umstößen lässt von der Welt und auch nicht von den Frauen. Frauen werden dich testen, darüber haben wir auch neulich geredet, werden dich testen und schauen, ob sie sich umschmeißen können, ob sie deine Meinung verändern können, damit du es ihnen recht machst. Einfach nur, weil sie deine Stärke spüren wollen, weil sie sich sicher fühlen wollen bei dir. Und wenn sie sich umschmeißen können, dann ist es etwas sehr, sehr Unattraktives und ist ein schönes, eine schöne Reflexion für dich, die dir sagen sollte, hey, du bist noch nicht so richtig gefestigt in deinem Weg. Du bist noch nicht so richtig gefestigt in deiner Männlichkeit tatsächlich. Und das ist ein schönes Feedback, ein hilfreiches Feedback. Deswegen sind auch die Frauen ein ganz toller Feedback-Mechanismus für uns Männer, die uns zeigen, hey, guck mal, da sind noch deine schwachen Punkte. Und genauso wie David Elder das auch im Buch Der Weg des wahren Mannes ausdrückt, niemand drückt dir die Knöpfe besser als die Frau oder erbarmungsloser als die Frau. Nicht mit einer fiesen Absicht, sondern einfach nur mit einer sehr guten Absicht. Einer Absicht, die dich stärken soll und gleichzeitig eure Beziehung, wie auch immer das dann aussehen mag. Deswegen ist es so wichtig, einen Weg zu haben, fest im Leben zu stehen und sich eben nicht umblasen zu lassen von kleinen Widerständen oder Leuten, die sagen, hey, das gefällt mir nicht, dein Weg gefällt mir nicht, deine Meinung gefällt mir vielleicht nicht. Das gehört dazu, du musst damit umgehen lernen, denn du wirst auch immer wieder von Frauen damit konfrontiert werden. Und du kannst halt die geilsten Flirtmethoden der Welt haben und der kommunikativste Typ überhaupt sein, wenn dieser Teil nicht vorhanden ist, wenn deine Persönlichkeit, deine Männlichkeit auf ganz, ganz wackeligen Beinen steht, dann kannst du der Flirtkönig der Welt sein, dann wird dir das alles nicht besonders viel helfen. Das muss alles Hand in Hand gehen. Natürlich, wenn du hier in deiner Männlichkeit auf guten Beinen stehst, dann ist das eine ganz, ganz wichtige und essentielle Grundlage. Deswegen nannte ich es ja auch einen Grundpfeiler. Wenn du dann aber im Umkehrschluss nicht kommunizieren kannst oder nicht flirten kannst und überhaupt nicht auf Menschen zugehen kannst, ist es auch wieder schlecht. Das heißt, diese Dinge gehen Hand in Hand. Deswegen lernst du bei mir im Coaching auch immer beides. So viel zu dem Thema.
ganz, ganz essentielles Thema, nicht nur für jüngere Männer, auch für ältere Männer, die vielleicht diese Reise nie wirklich in Angriff genommen haben oder die immer noch versuchen, es der Mama und der Frau recht zu machen und sich zu verändern, damit alle sie lieb haben. Nimm Abstand davon, damit hilfst du niemandem, weder dir noch den Leuten in deiner Umgebung, denn jeder profitiert von Menschen, die eine gewisse Festigkeit haben, ob es jetzt deine Partnerin ist oder Freunde in deiner Umgebung. Schön, dass du dabei warst. Übermorgen, muss ich dir nicht sagen, sehen wir uns wieder. Wenn du noch nicht abonniert hast, dann machst du das hier oben links und die Glocke auch aktivieren. Hier unten kannst du dich für ein Coaching mit mir bewerben und hier kommst du zu weiteren Tipps für deinen Erfolg mit Frauen, deinen Erfolg mit deiner Männlichkeit. Das ist ja alles auch Hand in Hand. Schön, dass du dabei warst. Bis übermorgen. Ciao.